ein ganz starker Begriff, der mir immer wieder in der Bibel auffällt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, der ist der, dass Gott eine Straße machen wird. Gott macht eine Straße, wo es anscheinend überhaupt keine Straße zu geben scheint. Es ist sein übernatürliches Wirken in unser Leben hinein, dass er eine Bahn macht, dass er Wege vorbereitet, dass er eine Straße macht. Und in meiner stillen Zeit, in meiner Gebetszeit, in meiner Zeit, wo ich in der Bibel studiere, ist mir das immer wieder aufgefallen. Eine Stelle lese ich dir vor. Es wird eine Straße geben, wie es eine Straße für Israel gab an dem Tag, da es aus dem Land Ägypten heraufzog. Das Volk Israel war gefangen unter der Herrschaft des Feindes, blockiert, versklavt und wirklich in Bedrängnis. Aber der Herr setzte einen Zeitpunkt. Der Herr machte eine Straße, wo es keine Straße gab. Der Herr führte sein Volk aus dieser Knechtschaft, aus der Gefangenschaft heraus, weil er übernatürlich eine Straße gemacht hat. Vielleicht siehst du in deinem Leben jetzt Blockaden. Vielleicht sagst du, ich komme da nicht raus. Ich weiß nicht, wo die Öffnung ist. Ich weiß nicht, wo der Weg sich bahnt. Ich sag dir, bleib dran. Gott wird eine Straße für dich machen. Genau wie er für Israel eine Straße gebahnt hat. Genau wie er übernatürlich in dieses Volk, in den Weg dieses Volkes eingegriffen hat, so wird er in deinem Leben eingreifen und eine Bahn für dich machen. Weiter unten lesen wir, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Heil geworden. Unser Vertrauen streckt sich aus nach Gott, der unser Heil ist, der uns versorgt mit allem, was wir auf dem Weg brauchen. Und wir glauben an seine übernatürliche Versorgung. Wir glauben, dass er übernatürlich in unser Leben hineinwirkt und dass er uns zum Heil wird. Das Neue Testament spricht von Jesus, dass er zum Heil für unser Leben geworden ist, zur Wiederherstellung, zur Heilung geworden ist. Er ist der Heiland. Und ich wünsche dir, dass du ganz neu im Glauben aufstehst und sagst, ja, Gott wird für mich eine Straße machen. Gott wird für mich einen Weg machen. Ich werde ihm folgen. Er wird meine Schritte zum Weg machen. Und ich weiß, in dem allen hat Gott mehr für dich.